Letzter geplanter Redner in dieser dringlichen Debatte, Gerald Loacker von den NEOS. Man muss das Wort Konzerne immer mit dem Unterton sagen, der so Verschwörung signalisiert. Aber das wird auch noch. Wir haben jetzt uns oft ausgelassen über die politische Wendigkeit der Sozialdemokraten und der nationaleren Sozialdemokraten, aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Jemand käme sonst ungeschoren davon, nämlich auch die ÖVP hat heute ihre Wendigkeit unter Beweis gestellt und ich schätze die Offenheit ja hoch ein, wenn Kollege Strasser herauskommt und zum Mercosur Stellung bezieht. Da ist man nämlich auch nicht vor Populismus gefeit. Ja, Ministerin Köstinger hat auf der Homepage des Ministeriums stehen, der von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Ansatz weitreichender Konzessionen, Klammer Gewährung von höheren Kontingenten oder rascher Zollabbau, Klammer, bei für Österreich sensiblen Produkten, insbesondere Quality Beef, Getreide, Zucker und Ethanol, wird vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus jedenfalls nicht befürwortet. Und das, obwohl es nur um ganz kleine Kontingente geht und insgesamt die Europäische Union vom Abkommen mit dem Mercosur wesentlich profitieren würde. Diese zwei Wirtschaftsräume, die EU und der Mercosur, tauschen im Jahr 90 Milliarden Euro Waren aus. Dabei kommen landwirtschaftliche Güter und Rohstoffe nach Europa und wir exportieren Maschinen und Chemikalien. Also das ist ja offensichtlich, dass wir hier die Profiteure des Handels sind. Und allein der Abbau von Zöllen würde den europäischen Unternehmen Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe bringen. Und jetzt kommen die Bauernbündler und sagen, ja, aber dieses Abkommen so, dann bitte nicht. Ja. Die EU ist im Moment dabei, 20 verschiedene Freihandelsabkommen zu verhandeln. Und wenn da jedes Mal die Österreicher glauben, sie müssen einen Sonderzirkus aufführen, dann deswegen, weil die EU-Kommission genau das macht, was sie machen soll, ja, nämlich Handelspolitik, dann machen sie sich lächerlich, dann macht Österreich sich lächerlich und sie schaden dem Standort. Es ist schön, wenn ich höre, was die Ministerin Schramböck sagt, es ist schön, wenn ich höre, was der Kollege Haubner sagt, was die Kollegin Nies sagt, aber Sie, Herr Kollege Strasser, haben das alles hundertprozentig konterkariert. Als nächster hat sich der Herr Klubobmann, Magister Andreas Schieder, gemeldet. Nicht?